Meiner Meinung nach gibt es drei große Missverständnisse, warum unser Ferrari nicht auf 16 Pötten läuft, sondern vielleicht auf 3. Erstens, das Evangelium ist kein Besitz der Kirchen, sondern die große These Gottes an die Welt. Zweitens, Jesus hat keinen Glauben gebracht, sondern einen vorhandenen genutzt. Und drittens, der Glaube schafft keine Heimat. Wer sich beheimaten will, soll eine Familie gründen, sich ein Haus bauen, einem Sportverein beitreten oder segeln lernen. Das ist alles prima. Aber es hat wenig mit Kirche zu tun. Erstens, der französische Jesuit Christoph Theobald hat jüngst dargestellt, dass man das griechische Wort Euangelion nicht nur übersetzen kann mit die gute Botschaft, sondern auch die Botschaft vom Guten. Man kann sich ja mit Recht fragen, was ist denn das eigentlich, was an dieser Botschaft frohmachend sein soll? Was haben diese uralten Geschichten dieses nun wirklich beeindruckenden Nazareners aber mit mir heute zu tun? Die Antwort lautet, mit dem Evangelium steht eine Person im historischen Raum, die eine spektakuläre These vertreten hat und eine These, die sich nur daran beglaubigen kann, dass man für sie stirbt. Es gibt etwas Gutes. Es gibt das unzerstörbare Gute, es gibt das untäuschbar Wahre und es gibt das unirritierbar Schöne. Es gibt es. Man kann es erleben, man kann es sogar, diese Kraft für sich aktivieren. Jesus von Nazareth meint mit dem Guten den himmlischen Vater. Aber auch das ist in einem ganz bestimmten Sinn tatsächlich zweitrangig. Fundamental behaupten Christen, und nur so werden sie dialogfähig mit Menschen, die sich morgens im Spiegelbild stellen wollen, man kann in dieser Welt Gutes erleben. Ja, man kann sogar selber Ursprung und Grund von Gutem werden. Man kann sich ausdrücklich seinem Geheimnis stellen, weil es eine Kraft des Guten gibt, die das bewirkt. Wie spektakulär so eine scheinbar banale Behauptung ist, muss man nicht lange illustrieren, denn für den, der nicht ausweicht, gibt es jeden Tag viele Gegenargumente zur Behauptung des Guten. Das ist vielleicht auch die neue Qualität der medialen Möglichkeiten, die wir heute haben, denn auch früher gab es natürlich alles mögliche Schlechte, Miese und Erschreckende. Nur wir erleben uns heute als die, die sich das pausenlos ansehen könnten. Und das heißt, wir erleben uns pausenlos als die, die sich dabei zusehen, wie sie permanent wegsehen. Wir könnten sonst unser bisschen Psychohygiene gar nicht aufrechterhalten, aber wir wissen von uns eigentlich sehr gut, wie dünn die Maske des Netten und Ruhigen wird, wenn es wirklich an die Selbsterhaltung geht. Wichtig ist nun, das Evangelium behauptet nicht, dass die Welt gut ist. Auch nicht, dass man in dieser Welt irgendwie zu Gott kommen müsste, wenn man nur anständig lebt oder genug nachdenkt. Unsere moderne Theologie hat diesen Kelch der modernen Religionskritik tief ausgetrunken und sagt uns, in dieser Welt spricht überhaupt nichts dafür, dass es einen Gott geben muss. Wenn man so will, ist diese Welt ein Haufen Krümel ohne Fließpapier. Ein Stern im All, dessen Bewohner sich maßlos überschätzen. Asche von gestern, Asche von morgen. Christliche Theologien, so schreibt es der Kölner Systematiker Hans-Joachim Höhn, sind keine Weltentstehungs- oder Welterklärungstheorien. Es gibt hier nichts zu erklären. Es sind Weltakzeptanztheorien. Das Evangelium bietet ein Argument, das Mögliche für mindestens genauso wirksam zu halten wie das Faktische. Und darin liegt der Mut, darin liegt das Risiko, darin liegt der Glaube. Es scheint nicht viel zu sein, aber wir haben hier den grundlegenden Unterschied zwischen Zynismus, Skeptizismus, Fatalismus, Resignation, alles sehr, sehr verständliche Geisteshaltung und dem Glauben, dass es Gutes geben kann. Jesus war selbst so ein Glaubender. Theobald arbeitet heraus, wie faszinierend vor allem die Zufallsbekanntschaften von Jesus sind. Also er läuft so durch Galiläa und allen möglichen Leuten trifft er da, die er so einfach, mit denen er einfach Begegnungen hat. Die blutflüssige Frau, den Bettler Bartimäus, den Hauptmann von Kapharnaum, diesen Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen, die syrophönizische Frau. Alles Zufallsbekanntschaften auf den Wegen Jesu. Diese Zufallsbekanntschaften zeigen uns eine innerkirchlich unbekannt gewordene Gestalt, nämlich den staunenden Jesus. Jesus staunt über den robusten Lebensglauben dieser Leute. Die blutflüssige Frau, die ihn einfach berührt und damit eine lebensgefährliche Tat vollbringt. Bartimäus, der seinen Mantel wegwirft, bevor er geheilt wird. Der Hauptmann, der ihn nicht mal drängt, den kranken Sohn zu Hause zu besuchen. Den Jungen, der wenig hat, aber alles gibt. Und die entwaffnende Schlagfertigkeit dieser syrophönizischen Frau. Jesus ruft aus, solch einen Glauben habe ich in Israel noch niemals irgendwo gesehen. Und spektakulär schiebt er nach, Frau, Mann, Junge, dein Glaube hat dir schon geholfen. Das ist Evangelium, nicht ich, Jesus, nicht ich, Kirche, habe dir geholfen, sondern du hast dir selber geholfen,
weil du geglaubt hast. Natürlich war Jesus in diesen Episoden unersetzlich, aber er war nicht der kausal Heilende, sondern er war der Erste und der Mutigste, der sich gegen den Aberglauben geglaubt hat, dass der Glaube dieser Menschen, der schon da ist, ihnen helfen wird. Was für ein Bild für Kirche, meine Damen und Herren, was für ein Bild für unseren Kongress. Kirche nicht als die, die alles in der Hand haben, die wissen, ob einer richtig glaubt oder falsch, die sich anmaßt, den richtigen Glauben zu kennen und vorzuschreiben, sondern die Kirche, die staunt über den Glauben und die Lebensleistungen, die schon da sind. Kirche, die gegen jeden Aberglauben, gegen jede Selbstzweifel glaubt, dass der Glaube der Leute sie heilen wird. Kirche als staunende Versammlung derer, die sich selber heilen lassen durch den Lebensglauben der Leute. Darum sind solche Orte so wichtig wie Emotion aus Dortmund und darum sind solche Studien so wichtig wie diese Milieustudien, weil wir hier Lernmaterial bekommen, weil wir gestaunen können. Lassen wir uns doch diese Kirche nicht vermiesen. Kirche ist kein Idyll, Kirche ist ein Biwak und Biwaks haben keine Fußbodenheizung. Eine Umfrage von 2006 hat ergeben, dass jeder zweite Katholik 5 oder mehr beste Freunde in der Kirchengemeinde hat. Ich finde das sehr irritierend, wenn Ferraris in der Garage stehen. Mich irritiert das, wenn Leute von ihrer schönen Gemeinde erzählen, in der sie sich jetzt schon 25 Jahre so ganz toll beheimatet fühlen. Welchen Sinn haben Streichhölzer, die in ihrer Schachtel friedlich alt werden? Unruhig schlägt unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott? Nein, unruhig ist unser Herz. Seit es dir, Gott, der spektakulären Möglichkeit des Guten begegnet ist. Und seitdem rennen wir herum und fürchten den Regen und die Nacht, aber wir rennen weiter. Kirche ist das, was dort erst entsteht, wo der je individuelle Glaube an das Gute einen Ort bekommt, an dem er geteilt, geglaubt und gefeiert wird. Natürlich ist Kirche auch der Ort, an dem Jesus vorgemacht hat, an dem Kirche der Ort ist, an dem das Glaube an das Gute schon an Gott adressiert wird. Und Kirche ist auch der Ort, den es schon gibt, weil dieser Grundglaube an das Gute immer vom Hören kommt. Aber damit er vom Hören kommen kann, brauchen wir doch Leute, die vom Glauben erzählen. Und die nicht sofort religiös erzählen und kirchlich erzählen, sondern die in der Lage sind, in ihrem alltäglichen Leben den Punkt zu identifizieren, an dem sie sich für das Gute und gegen das Müde, gegen das Lahme und gegen das Zynische entschieden haben. Werden wir solche Leute? Bilden wir solche Orte von Kirche? Versprechen wir uns, dass unsere Regenschirme nach längstens 30 Minuten porös werden? Gönnen wir den Deutschen Orte, an denen es wahrscheinlicher wird, an das Gute zu glauben? Seien wir Christen, über die Jesus staunt und über die er ausruft, wahrlich, wahrlich, die sehen zwar aus wie Teebeutel, aber es sind Piranhas. Herzlichen Dank.